Sack und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7 Minute Squads. Episode Nummer 115 müsste es mittlerweile sein. Wir sind wieder am Start. Ihr seht es oben im Titel. Es wird heute ein richtig schönes Squad, denn wir wollen mal wieder. Sack und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7 Minute Squads. Wir sind angekommen bei Episode Nummer 115. Mittlerweile müsste es, glaube ich, sein, bin mir nicht ganz sicher. Aber heute wird auf jeden Fall wieder ein richtig schönes Team geworden. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Randrun in der Videobeschreibung für Coins und natürlich auch, ob ihr es am Max so gut habt. Und Instagram ist auch in der Videobeschreibung, wenn ihr da vorbeischauen möchtet. Die Challenge ist heute natürlich wieder ein 7 Minute Squad zu bauen, mit dem wir gewinnen. Und zwar heute mal ausnahmsweise in Liga 1. Das Ganze ist nicht so wie normalerweise einfach so ein Einzelspiel oder sowas. Nein, wir spielen heute in Liga 1 und wollen mal schauen, was wir da so reißen können, und wenn wir es schaffen, wäre das natürlich ganz schön. Dafür brauchen wir aber ein richtig gutes Team und dafür suchen wir jetzt unsere beiden Spieler. Wir werden nicht auf irgendwas Besonderes eingehen, wir werden nicht darauf eingehen, ob die jetzt irgendwie 10.000 wert sind oder sowas. Wir werden einfach ganz normal suchen und wir suchen Goldspieler. Wir wollen natürlich heute ein konkurrenzfähiges Team haben und dementsprechend suchen wir zwei Goldspieler. Der erste wird der Man of the Match Rondon. Das ist natürlich lustig, aber ich würde lieber den Inform Rondon nehmen. Ich glaube, ich nehme den Inform Rondon. Grüße an den Hansus an dieser Stelle. Und der zweite Spieler wird nicht Hernandez. Ach, ich muss ja Gold eingeben. Der zweite Spieler wird Cavani. Aber das geht nicht, weil wir zwei Stürmer nicht haben werden, sondern Coutinho wird es dann. Alles klar. Wir werden nämlich, wie ihr schon gesehen habt, im 4-2-3-1 spielen. Das Ganze habe ich auch bei der anderen Challenge, die ich aufgenommen habe, gemacht. Und die Formation ist einfach sehr, sehr nice, weswegen wir die auch heute benutzen werden. Coutinho ist also unser Zehner. Suchen wir mal ganz kurz und setzen ihn da rein. Können natürlich auch die Informs nehmen, aber wir nehmen jetzt einfach die normalen Karten. Das heißt, normale Karten, die normale Karte. Und nehmen dann noch den Inform Rondon. Mal sehen, wie viel der kostet. Ich hoffe nicht so viel. Müsste aber eigentlich nicht. Ist ja sozusagen die Legende jetzt beim Hansus. Aufgrund von Fatal hat er die Serie gewonnen. Die Fatal World Tour in Deutschland zumindest schon mal. Das natürlich auch vollkommen zu Recht. Und das habe ich ja auch vorher gesagt, dass das eintreten würde. Denn meiner Meinung nach ist ja Hansus mit der beste Spieler in Deutschland. Und er wird sich auch von viel FIFA in den meisten Fällen nicht besiegen lassen. Einfach weil der quasi unschlagbar ist. Ich habe zwar ein paar Mal gewonnen bei der Serie, die ich mit ihm gemacht habe. Vielleicht kommt in Zukunft auch noch irgendwann was mit Hansus, aber der ist wirklich ein sehr, sehr schwerer Gegner, muss man ganz ehrlich einfach mal zugeben. Und dementsprechend habe ich das nicht sonderlich verwundert. So, der Inform Nummer 2, der Third Inform, der Second Inform quasi, ist ja so gesehen der Third, weil er den Man of the Match, aber ihr wisst, was ich meine. Der kostet auf jeden Fall 17.250 Münzen und die geben wir natürlich auch gerne dafür aus und schauen nochmal, was wir daraus zaubern können. Haben natürlich jetzt direkt mal, ja, quasi vorne die Option genommen, allerdings werden wir das schon irgendwie hinkriegen, hoffe ich zumindest. Und dann schauen wir mal nach und starten den Timer. Und zwar, ja, wunderbar, ist wieder auf eine Minute zurückgesprungen. In 3, 2, 1 und go. So, eine Minute wäre zwar auch möglich, aber nur sehr schwierig. Deswegen machen wir das Ganze normal und starten natürlich mit Hulk. Ich denke mal, das war jetzt allen klar, denn Hulk ist einfach die beste Variante. Dafür gibt es einen brasilianischen linken Mittelfeldspieler. Wobei das eigentlich vollkommen irrelevant, weil wir brauchen sowieso den rechten, weil links gibt es sonst keinen vernünftigen Strongling. Rechts gibt es sonst keinen vernünftigen Strongling für Rondon. Deswegen nehmen wir da den guten Hulk. Russische Liga. Russische Liga. So, Hulk auf die Beobachtungsliste, Kandidatenliste. Und dann nehmen wir als nächstes, gibt es einen venezuelanischen linken Mittelfeldspieler, gibt es auf jeden Fall. Und zwar ist das der Kollege Arango. Aber den würde ich ungern spielen, weil seine Werte doch relativ scheiße sind für einen Außen. Bei Martinez sieht das Ganze schon wieder ein bisschen anders aus. Allerdings müsste man den irgendwie auch verlinken können. Und das ist relativ schwierig, denn wir bräuchten einen venezuelanischen Sechser aus der Liga Premier League. Haben wir einen Sechser da aus Venezuela? Nö. Haben wir nur aus der Serie A auch mit Rincon. Funktioniert leider nicht. Ich könnte Coutinho auf 6 stellen. Könnte ich auch Info Arango benutzen, aber das ist jetzt egal. Wir nehmen jetzt einfach einen linken Mittelfeldspieler. Und zwar gibt es bestimmt auch einen Brasilianer aus der russischen Liga. Ja klar, Joao Zinho gibt es da. Aber der hat keine Forster-Skills und den benutze ich ungern. Maicon gibt es auch noch. Der hat Forster-Skills. Dann kann man sich das überlegen. Allerdings können wir auch mal gucken, ob wir das irgendwie anders machen können. Russische Liga, linkes Mittelfeld. Irgendwas, was man in die Premier League verlinken könnte. Am besten direkt zu Liverpool. Das ist aber relativ schwierig. Karadenis ist nicht möglich. Dani kannst du auch nicht rein verlinken, weil es keine Portugiesen gibt. In der Liga Jujak Ungarn wäre schön, wenn man den verlinken könnte, geht aber leider auch nicht. Wobei, nee, leider nicht. Schirkov ist halt Russland, ist halt die russische Liga, wisst ihr, da gibt es nicht so viele Optionen. Rybusch, ja, ist auch nicht möglich. Anscheinend wird es tatsächlich Joao Zinho werden, weil Jurado mir einfach zu langsam ist für die Außenposition.
und weil es andere Optionen hier meines Erachtens nach nicht wirklich gibt. Wir können auch mal linker Flügel gucken, aber ich glaube, da werden sich, oh ja, da werden sich die, die Spieler auch nicht so großartig ändern. Melgarejo hätten wir noch aus Paraguay, aber fehlen wir einen paraguayischen Spieler. Außer Cardoso. Das wird auch schon wieder relativ schwierig. Gut, Bobadilla. Aber wir brauchen ja Sechser aus der Premier League. Und dementsprechend werden wir Joao Zinho nehmen. Ist dann unkreativ mit Brasilien, aber von mir aus. Dann nehmen wir noch einen Brasilianer rein. Und zwar den Sechser. Und den muss aus der Premier League sein. Und dann nehmen wir Ramirez. Zumindest ist das momentan mein Plan. Ramirez. Und dann nehmen wir noch einen brasilianischen Sechser, der aber aus jeglicher Liga sein kann. Und klauen uns da. Ich weiß nicht, wie ich das Nordlings Wasted machen soll. Nehmen wir da Felipe Melo. So. Wie gesagt, ich weiß nicht so. Ich weiß jetzt gerade noch nicht so wirklich, wie ich das Ganze machen soll. Hier haben wir jetzt Ramirez, der braucht noch einen Link. Wanderson braucht auch noch einen Link. Das heißt, wir brauchen noch einen Brasilianer, was natürlich ekelhaft ist. Einen brasilianischen Linksverteidiger nämlich noch. Wenn wir es wirklich so bauen, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob wir das machen werden. Nehmen wir Marcelo, nehmen wir Marcelo. Ich nehme Siqueira, weil bisher hat sich der immer bei mir besser rausgestellt. Ich spiele ihn ja auch in meinem Superteam mit Ronaldo. Der ist wirklich gut. So, Siqueira. Jetzt brauchen wir Innenverteidiger aus der Liga BBVA. Das Team ist nicht schön. Das Team ist alles andere als schön bisher. Wir brauchen einen, den wir in die türkische Liga verlinken können. Das ist nämlich jetzt die Geschichte. Super League Innenverteidiger. Franco wäre möglich, dann könnte man Murillo nehmen. Ansonsten bist du in der Liga auch so gut wie aufgeschmissen, weil du hast da wirklich nicht sonderlich viel. Donk, es gibt keinen Niederländer in der BBVA. Chico ist wieder ein Brasilianer, Coelho ist zu langsam. Franco ist wahrscheinlich schon die beste Option, wie ich es gerade gesagt habe. Obwohl, Portugal, ja klar. Bruno Alves, dann können wir nämlich Pepe nehmen. Pepe. Oh, nee, doch, geht klar. Dann nehmen wir jetzt Tor Rui Patricio. Wird allerdings dann nicht Nolings Wasted werden, weil ein Link fehlt. Ah, ist natürlich. Nee, Quatsch, fehlt kein Link. Wir nehmen nämlich nicht Rui Patricio, wir nehmen Iker Casillas. Zack, und dann nehmen wir als Rechtsverteidiger einen Kollegen von. Fener. Haben die einen? Ja, Gönül. Ja, wunderbar. Haben wir es vervollständigt. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gar nicht mal so schlecht. Gut ist vielleicht noch ein bisschen übertrieben. Aber gar nicht mal so schlecht. Passt eigentlich schon ganz nice. Wir haben es auch mal wieder in der Zeit geschafft, was ganz schön ist. Ich denke mal, das Team könnte gut funktionieren. Dann hoffe ich mal, dass ich das jetzt gut gebaut habe. Und sehen wir uns gleich wieder. So, Freunde, da sind wir wieder. 5 Nationen, 4 Ligen und ich muss zugeben, ich bin nicht unzufrieden mit diesem Team. Wir haben eigentlich was relativ Schönes da zusammengebastelt. Neulings Wasted im 4-3-2-1-2. Das geht auf jeden Fall gut. Klar, zudem konkurrenzfähig. Gute Spieler hinten drin mit mittelhoher Arbeitsraten jeweils. Die haben auch beide hoch Mittel, glaube ich. Ne? Geht also auch vollkommen klar. Sind sogar beide relativ okay. Gönül ist nicht so groß. Gute Sechser dann. Einen Pitbull und einen schnellen Pitbull. Dann mehrere Forster-Skiller in der Offensive. Mit einem mit einem richtig guten Schuss. Einen Kopfballstark mit einem guten Schuss. Ein Spielmacher, der auch sehr, sehr gut ist. Ich denke mal, das könnte echt nice werden. Deswegen gehen wir jetzt in Liga 1 spielen, damit ihr das auch seht. Hier ist der Beweis. Und dann schauen wir mal, was wir hier so reißen können. Wir haben schnell einen Gegner gefunden mit Everton, Wappen und Wang als Teamnamen. Und der hat, ach du Scheiße, eins der stärksten Teams, gegen die ich in letzter Zeit gespielt habe. Crespo, Messi, Aguero, Roberto Carlos und Jan Oblak, der Man of the Match. Dazu noch Otamendi, Di Maria, Fernandinho, Perez, Miranda und Zabaleta. Das wird richtig, richtig, richtig schwierig. Dafür aber eine 79er Teambewertung. Keine Bronzebank, bestimmt nicht. Und der spielt auch noch in Liga 1, das heißt, der wird auch noch gut sein. Scheiße. Coutinho! Golazo! 1-0, jawolski. Das ging nochmal richtig gut los. Richtig krasser Fehler hinten drin, den darf er niemals so klären.
Miranda viel zu kurz und Coutinho mit dem Köpfchen gegen Oblak. Wunderbar, 1-0. Hinten reinstellen jetzt. Mauern, Mauern! Juventus-Style. Es ist wie in Realität, ne? Casillas wird einfach alt. Das gibt's doch überhaupt nicht. Wie kann man den denn nicht festhalten? Den hätte ja sogar ich festgehalten. Hat Ron noch mal kurz gezeigt, was er für Körperstärke hat. Aber momentan läuft das noch nicht so wirklich. Das Ding ist, ich spiele teilweise ein bisschen zu offensichtlich und diese kleinen nervigen Lecks zwischendurch und sowas natürlich machen es schwer, oh Gottes Willen, irgendwie was dagegen zu setzen. Aber bisher, das war die zweite Chance vom Gegner. Er spielt nicht so gut. Er ist nicht schlecht, aber es ist also auch kein Gegner, vor dem man Angst haben müsste. Also da habe ich schon gegen deutlich stärkere gespielt, auch mit deutlich schlechteren Teams. Aber das ist ja das, was ich sage. Der FC Kreditkarte ist nicht zwingend gut. Ne, so ist es nicht. So, Rondon. Komm, zeig mal dein Beast-Rating. Zeig's mal. Zack. So, schön gemacht. Und mit Übersteigern und auf Hulk. So, muss Hulk irgendwie gehen. Allerdings ist das auch nicht so einfach, weil außen halt relativ schnelle Spieler stehen. Vor allem mit Roberto Carlos. Hier kommt er mal vorbei, geht in den 16er und dann ist Roberto Carlos doch da. Und es ist Halbzeit. Schade. Ah, da wäre fast der doppelte Spimmer gewesen. Irgendwie erinnert mich Rondon ein bisschen an Alba Joa, aber er ist nicht ganz so überzeugend bis jetzt. Jetzt kommt mal der Ball auf Crespo. Das war gefährlich. Aber er kommt kaum nach vorne. Bisher sind es wirklich vor allem die durch den Leck oh, scheiße. Oh, nein. Das ist jetzt nicht mein Ernst. Och, das ist doch scheiße. Vor allem die durch den leckbedingten Fehlpässe sind es bisher, die es für ihn machen. So, Hulk jetzt im Rückraum Rondon. Pass kam viel zu langsam. Pass kam viel zu langsam. Warum nicht mit Druck gespielt? Dann wäre das Ganze viel besser gewesen, die Situation. Aber so geht es weiterhin nicht. Es geht nicht nach vorne. Ich stehe offensiv viel zu schwach. Es geht nichts nach vorne. Einfach weil seine Defensive wirklich sehr, sehr stark ist. Miranda macht das bisher besonders gut. Otamendi ist stark. Zabaleta ist sowieso stark, der nimmt Joao Sindio komplett aus dem Spiel und naja, Roberto Carlos, was willst du gegen eine Legende, gegen die Legende auf der Linksverteidigerposition schon groß ausrichten, ne? Das ist halt relativ schwer. Coutinho, sie spielen sich den Ball zu wie im Training. Weg ist der Ball. Das sind auch wieder so Sachen, so Pässe, da verstehe ich nicht, wie das zustande kommt. Und dadurch ergibt sich jetzt die Konterchance und Pepe ist zum Glück da. Und das ist wieder so eine Geschichte. Was machen die denn? Das ist absolut scheiße. Das zeigt wieder, warum dieses Spiel einfach nicht ernst zu nehmen ist. Da kann ich nichts gegen machen. Das ist das Unlogischste von der Welt, den Ball dahin zu passen. Och, was ist das denn? Das ist doch alles behindert hier. Was soll denn der Kack? Was ist denn das wieder für ein Spiel? Ist doch bestimmt wegen seiner scheiß Bronzebank. Jetzt der Ball auf Joao Sinho und. Das ist doch nicht sein Ernst. Also bitte. Das Spiel kann doch kein Mensch mehr ernst nehmen, ey. Oh Gott sei Dank, ey, wäre der nicht drin gewesen, ne? Jetzt können wir zumindest nochmal rankommen. Wenn er denn den Ball nehmen würde, aber nicht mal das schafft er. Das war auch wieder mehr Glück als Verstand. Hier das mit der Ballrolle war noch gut, aber der Abschluss dann. Das ist so, jetzt die Chance für Rondon. Hallo? Ich kann das Spiel echt nicht mehr ernst nehmen. Ja, Alter, das ist doch nicht mehr normal. Was ist denn das für ein Spiel? Der hat ihn doch nur getroffen. Der fliegt doch nicht ohne Sinn so, vor allem nicht bei dieser scheiß Engine. Weißt du, für jeden kleinen Schubser gibt es einen Elfmeter, dafür gibt es nicht. Und wegen drei lächerlichen Gegentoren verlierst du so ein Spiel. Ich habe schon wieder Herzrasen bis zum Gegner, weil mir es so ankotzt, ne? Weil ich so einen Hals habe, so eine Krawatte wegen dem Scheiß. Das gibt es alles überhaupt nicht mehr, ey. Du kannst dieses Spiel ums Verreck nicht mehr ernst nehmen. Das geht einfach nicht. Und ich hoffe, ihr versteht, dass ich da so angepisst drüber bin, aber mein erstes Tor war auch glücklich, aber er hatte drei glückliche Tore und er hat so viel. Wenn man sich das Ding nochmal anguckt,
das erste Jahr. Wissen wir aber alle, dass die Rückgabe scheiße wäre. Aber hier, wie er da allein schon durchkommt. Ich hab den Ball quasi schon. Ich hab ihn quasi schon. Und dann kommt sowas hier und das hält er nicht fest. Also bitte. So, das Tor, das war dann ein scheiß Abschluss, aber dann. Und hier, ja, als ob ich da hingedrückt hätte. Jetzt mal ganz ehrlich. Weißt du, da stehen sie alle. Da, ne, am oberen Bildrand. Oben rechts. Und er spielt ihn direkt in der Mitte. Das ist einfach lächerlich. Das Ding will ich gar nicht mir nochmal angucken. Casillas Parado, was war das? Auf meiner. Also, beim besten Willen, ich kann dieses Spiel nicht mehr ernst nehmen. Oh, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Haut rein und ciao.